Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Freitag, den 26. Herbst. Ja, liebe Leute, wie schaut's denn heute mit unserem Glück aus? Daumen drücken. Die Geister sind heute etwas genervt. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Schon wieder nicht. Mensch, wir haben nur noch Pech aktuell. Kann doch gar nicht wahr sein. Hey, ein Brief. Hi Huxel, danke für die Hilfe mit dem Fisch. Die Natur ist normalerweise gut darin, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, aber manchmal können künstliche Faktoren ein Ungleichgewicht verursachen. Ich habe einen Entwurf aus einem Wissenschaftsmagazin beigefügt, der für dich interessant sein könnte. Gezeichnet Dimitrius. Neues Herstellungsrezept. Hofrechner, was ist das denn? Habe ich ja noch nie von gehört. Wo ist das Ding denn? Ah, da. Scannt den Hof und zeigt nützliche Informationen an. Klingt interessant, können wir aber nicht craften. Also ich habe keine Ahnung, wie ich an dieses Zwergengerät kommen soll. Naja, mehr Post. Lieber Herr Huxel, letzte Nacht hat sie ein Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden 1000 G für diesen Service in Rechnung gestellt, gezeichnet Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Ach, 1000. Das ist schon ganz schön viel, ne? Wir haben gestern durch die Quest 1500 eingenommen. Also diese Angelquest. Heißt, wir gehen hier mit 500 plus raus. Ja, und wir haben das Rezept für den Hofrechner gekriegt. Also unterm Strich, ja, war okay, dass ich da umgekippt bin. Ach, noch ein Brief. Hallo Huxel, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern, die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst, gezeichnet Bürgermeister Louis. Endlich ist es soweit. Also im nächsten Part. Ich freue mich schon drauf. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan dieses Ingame-Events und ich teasere das Ganze ja auch schon sehr, sehr lange an. Eigentlich den ganzen Monat schon, ne? So, erstmal verkaufen. Gießen, Tiere füttern etc. Ja, keine Ahnung, ob wir diesen Monat nochmal was ernten werden. Also ich meine, wir haben den 26. Zwei Tage haben wir noch. Gegebenenfalls wächst hier auch gar nichts mehr diesen Monat. Mal schauen. So, unser Inventar ist proppenvoll. Wir haben ja die ganzen Fische von gestern noch dabei. Seetang behalte ich, glaube ich, sicherheitshalber mal. Ja, falls ich nochmal einen zweiten Fischteich bauen will. Der Rest kann aber eigentlich weg. Ja, genau. Den Müll behalte ich ja neuerdings für die Recyclingmaschine. Oh, Anni springt. Da hat jemand gute Laune. Guten Morgen, meine Kleine. Oh, schon wieder am Faulenzen. Und schaut mal, Honig. Holy moly, wir haben Honig. So, das kommt alles hier rein. Die Geode behalte ich und das Amphibienfossil, das nehme ich auch mit. Wobei, Moment, Holz und Steine packe ich auch ein. Warum, das erfahrt ihr gleich. Ja, wobei, der Sirup kann auch hier rein. Genau, okay, dann füttern wir jetzt aber wirklich die Tiere. Guten Morgen, Ishatna. Aha. Oh, die sieht auch glücklich aus. Unser kleines süßes Pferd. Ja, komm mit. Ah, oh, mit dem Schleifchen.
So, guten Morgen, meine Kleinen. Na, habt ihr Eier für mich? Ja, ne? Ja, natürlich. 3 große Eier. Sehr schön. Unten wird fleißig gebaut. Ich freue mich schon auf den Fischteich. Keine Ahnung, was man damit machen kann, aber ich freue mich schon drauf. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwie angeln oder so. Naja, finden wir schon noch raus. Boah, 3-mal große Milch heute. Erstmal Futter nachlegen. War noch genug Futter im Hühnerstall? Moment, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, okay. Jo, dann sind wir auch schon fast fertig mit unserem kleinen Rundgang. Alles mal eben nachkippen. So. Ihr arbeitet alles, ne? Genau. Dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. Aprikose, behalte ich die oder verschenke ich die? Ach, ich glaube, ich behalte die. Vielleicht freut sich Haley darüber. So, der Kram kommt aber weg. Jo, dann sind wir fertig. Ja, was machen wir denn heute? Wir werden heute den Hof ein bisschen gestalten. Ganz simpler Plan tatsächlich. Ich habe 2 Dinge vor, beziehungsweise 3 Dinge, dazu gleich mehr. Ich brauche Steingehweg, Einheiten ohne Ende und Holzboden ohne Ende. Wir fangen jetzt erstmal mit der Gestaltung des Fischteichbereiches an. Ja, wollte ich eigentlich gestern schon machen, aber dann ist mir ja die Zeit ausgegangen. Also ich würde sagen, wir ziehen den Weg hier drumrum. Mit so einem Feldabstand, genau. Dann hätte ich gesagt, dass wir hier vorne den Zaun einreißen. Sehr gut. Ah, ich werde noch ein bisschen Holz hacken. Also ich denke, wir brauchen heute auf jeden Fall viel Holz. So, dann kann ich hier auch schon den Weg legen. Genau. Bis hier vorne. Okay, Moment. Der Zaun wird auch hier platziert. Und diesen Innenbereich, den werde ich ein bisschen anders gestalten. Also mit Innenbereich meine ich den Bereich genau vor dem Fischteich. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier diesen Trittsteinpfad einfach mal platzieren. Ja, ein paar Einheiten brauche ich noch. Keine Ahnung, ich crafte mal 10. Bisschen zu viel. Jo! Apropos craften, ich brauche Zäune. Ja, ich werde da unten auch direkt Hartholzzäune platzieren. Oh, was? Das gibt's doch gar nicht. Verfeinerter Quarz. Holy moly, das ist so gut, das Ding. Boah, diese Recyclingmaschine. Die ist Gold wert. Naja, egal. Moment. Wir brauchen Hartholzzäune. Oh, neuer Erfolg, Handwerker. Ein paar Tore crafte ich auch noch. Eine Kiste will ich noch haben. Nein, oh mein Gott. Ach, immer dieses Fail-Blazing hier. Ah, Moment. Ich habe noch was vergessen. Also ich hoffe, dass das am Ende auch gut aussieht. Das ist ja alles immer nur so ausgedacht. Heißt, ich habe in meiner Fantasie ein Bild, aber keine Ahnung, ob das am Ende auch wirklich gut ausschaut. So, also hier möchte ich Gras hinpacken rund um den Teich.
So an der rechten Seite. Das sollte ja hier weiter wachsen. Dann kommt hier oben eine Kiste hin. Die färben wir hellblau. Ja, dann kommen da Fische rein. Oder was auch immer man da halt rausbekommt. Und den Zaun, den platzieren wir hier drumrum. Ja, und nach unten hin bleibt das Ganze offen. Also so hatte ich mir das vorgestellt. Sieht ganz schön aus, also könnte ganz nett werden. Ja, ich könnte jetzt auch normalen Zaun hier hinpacken, aber ihr wisst ja, ich tausche sowieso jetzt nach und nach alles aus, also wäre das ja Quatsch. So, fertig ist der Bereich. Keine Ahnung, wie lange die jetzt daran werkelt. Müssen wir mal schauen. Das war aber noch nicht alles, denn ich will hier oben auch noch ein bisschen weitermachen. Ach, Moment, 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 Moment. Wisst ihr was? Bevor wir hier bauen, müssen wir einmal ganz fix in die Stadt und ein bisschen was kaufen. Das hängt aber damit zusammen, also das, was ich kaufe, hängt damit zusammen, was wir gleich auf dem Hof machen. Also ihr merkt schon, ich habe schon wieder alles durchgeplant, natürlich. Und zwar kaufen wir hier diese Setzlinge. Apfel, Granatapfel, Pfirsich, Orange, Aprikose, Kirsche. Wir haben jetzt alles einmal gekauft, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo. Ja, ihr seht schon, es ist teuer, aber es lohnt sich, die Dinger zu kaufen. Warst du letztens in den Minen, Huxel? Ja. Werde ich dich morgen bei der Geisternacht sehen? Such mich im verfluchten Labyrinth. Ja, gerne. Werde ich machen. So, zurück zum Hof. Mit einem kleinen Umweg, denn heute ist der Händler da. Der reisende Händler. Heute Nacht, sobald jeder schläft, wird der merkwürdige alte Mann aus den Wäldern ein verfluchtes Labyrinth aufstellen. Er achtet immer darauf, dass niemand in der Nähe ist und ihn bei der Arbeit sieht. Aha. Linus macht es, oder was? George verbringt den ganzen Tag vor diesem verdammten Fernseher. Ja, lass ihn doch schauen. Was ist denn los? Wenn er Fernsehen schauen möchte, dann soll er das machen. Der ist ja schon was älter. Der darf machen, was er will. So, hallöchen. Ziegenmilch. Oh. Brauchen wir die nicht fürs Gemeinschaftszentrum? Ich glaube ja, ne? Wobei, nee, da brauchen wir große Ziegenmilch, glaube ich. Na egal, kaufe ich jetzt trotzdem einmal. Eine Tulpe könnten wir auch Haley schenken. Kleine Fotos, kann in deinem Haus platziert werden. Nö, nicht für 2500. Na gut. Ja, ich weiß, ich will eigentlich zurück auf den Hof, aber wenn wir eh schon hier sind, können wir auch noch kurz schauen, was wir für einen neuen Hut hier bei der Hutmaus freigeschaltet haben. Ja, das alte Stardew Valley-Problem, ne? Man will eine Sache machen und am Ende macht man 50 andere Sachen. Aber gut, das kennt ja inzwischen jeder, glaube ich, der sich dieses Let's Play angeschaut hat. Was ist neu dazugekommen? Schmetterlingsschneife, das hier vielleicht. Oh, Truckerhut. Ich glaube, der ist neu. Mit Netzstoff hinten, um deinen Kopf kühl zu halten. Ja, aber finde ich nicht so nice. Wassermelonenband. Das Farbschema ist inspiriert von der geliebten Sommermelone. Wir könnten natürlich Ishad Nahar noch was Neues kaufen, ne? Wie wär's denn mit der blauen Mütze? Ja, komm her. Oh, sieht ehrlich gesagt so aus, als ob ihr Schattenhaar jetzt nichts mehr sehen würde. Oh nein, wie furchtbar, die sieht ja gar nichts mehr. Nee, die sieht nichts mehr. Nee, das können wir nicht machen. Hier hast du wieder dein Schleifchen. Es tut mir leid. Moment, als Strafe trage ich die blaue Mütze. Den Rest des Parts.
kleiner Umweg. So, jetzt sind wir aber wieder da. Und zwar möchte ich diese Obstbäume einpflanzen oben links in dem freien Bereich hier vorne. Ich glaube, das könnte sehr, sehr schön werden. Und ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht. Natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wie ich das Ganze gestalten werde. Dafür brauche ich sehr viel Holzboden, denn ihr wisst ja, ich nutze den Boden immer als Abstandshalter für die Bäume. Also die Bäume oder die Setzlinge brauchen rundrum 8 freie Felder. Und ja, um dieses Kriterium zu erfüllen, werde ich eben gleich den Holzboden hier platzieren. Ja, oder den Steinboden, ist im Endeffekt wurscht. So, Moment, wir fangen auf dieser Ebene hier an. 1, 2, 3. So, hier kommt ein Setzling hin, dann wieder 1, 2, 3. Kommt hier ein Setzling hin. 1, 2, 3. Hier kommt ein Setzling hin. In die Mitte. So, dann ein Feld nach oben. Oder zwei Felder? Moment. Ja, zwei. Ja, okay. Oh, keine Sorge, ich mache das gleich alles wieder weg. So, das sieht doch schön aus, ne? Alles auf einer Ebene. Okay, okay, okay. Ja, das wird so ein kleiner Obstgarten hier oben. Darf ich die Bäume denn in die Mitte setzen oder muss ich das erst wegmachen? Ach, muss ich erst wegmachen. Na gut, ist dann so. Es wird jetzt ein bisschen nerviger. Okay, also hier kommt Setzling Nummer 1 hin. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Hey, wieso nicht? Muss ich das hier auch alles wegmachen? Wahrscheinlich, ne? Das gleiche hier vorne. Baum Nummer 2. Kommt Baum Nummer 3 hin? Ja. Wir haben es bald geschafft. Hälfte haben wir schon. So, jetzt die obere Reihe. Ja, und dann sind die hier wirklich gleichmäßig verteilt. Oh, rundrum Platz. Yo, yo, yo. Und der letzte Baum, komm schon. Darf ich mich auch nicht vertun, tatsächlich, weil man die nicht nochmal umstellen kann hinterher. Na komm schon. Und der letzte Baum steht. So Leute, also hier oben entsteht ein Obstgarten. Oh, das wird so schön hier oben. Das weiß ich jetzt schon. So. Hier können wir zum Beispiel ein Tor noch hinmachen. Macht, glaube ich, sogar Sinn. Ja, hier ziehe ich dann den Zaun durch. Ein bisschen Zaun habe ich ja glücklicherweise noch dabei. Zack, zack. Ja, hätte ich gerade eben machen sollen. Dudi-dudi-dudi-dumm. Also den Boden hier verlegen. So, den muss man erst hinlegen und dann kann man darüber halt so ein Tor stellen. Perfekt. Holy moly, das sieht richtig gut aus. Ja, und wenn die Bäume hier gewachsen sind, dann
liegt hier immer ganz viel Obst. Wir können dann hier auch Gras anpflanzen oder vielleicht hier unten noch ein Bäumchen hin oder so. Aber ich glaube, dass das optisch auf jeden Fall einiges hermachen wird. Ja gut, das Fossil haben wir heute nicht abgegeben, die Geode auch nicht, aber ist nicht so schlimm. Also das können wir ja immer noch tun. Jo, jetzt kommt alles hier rein. Das kommt hier rein. Den Hut behalte ich, den ziehe ich gleich an. Sortieren, 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 sortieren. Ja, Tulpe und Aprikose bleiben auch im Inventar. Für den Fall, dass wir Haley irgendwann mal wiedersehen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, was haben wir denn da bekommen? Öl! Allzweck-Kochöl. Sollten wir gleich mal eben in den Kühlschrank packen, ne? Jo. Na, eigentlich können wir noch eben einen Maiskolben in diese Ölmaschine packen. Habe ich nicht noch irgendwo Mais gehabt? Ich hatte doch noch Mais. Da! Da ist der Mais! So, Leute, jetzt muss ich mich aber wieder beeilen. Ansonsten kippe ich gleich schon wieder um. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Also nicht schon wieder. Okay, meine Strafzeit ist vorbei. Vorher ziehe ich aber erstmal den Hut wieder an. So, sortieren und ab ins Bett. Level up. Sammeln Stufe 8. Plus 1 Axteffektivität. Plus 1 Wildbeerenernte. Neues Herstellungsrezept. Teleport Totemhof. Oh, das ist sehr, sehr praktisch. Und hey Leute, wir haben richtig viel Knete gemacht. 9451. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Leute, und an dieser Stelle beende ich dann den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.